Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute für euch im Test von Vulkan, die Zyklon-Spinners. 12 Stück sind hier drin. Spinners heißt, es wird sich um irgendwelche Bodenmöbel handeln. NEM 3,6 Gramm ist relativ überschaubar. Ja, und das sieht auch nach klassischen kleinen Kreiseln auf. Wobei hier irgendwas mit Colorful Chrysanthemen draufsteht. Haben wir auch noch andere Effekte? Nee, es sind alles irgendwas mit Chrysanthemen-Effekten. So wie das aussieht. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden, denke ich mal, einfach die ganze Packung der Reihe nach wegzünden. 12 Stück ist ja eh relativ überschaubar. Vor allem haben die ja meistens dann doch eher weniger eine lange Brenndauer. Aber muss nichts heißen, kann trotzdem ein sehr schöner Effekt sein. Vulkan Zyklon Spinners. Viel Spaß beim Test wünsche ich euch. Vulkan Zyklon Spinners. Ja, der hat sich jetzt nicht ganz so gut gedreht, hat aber echt eine schöne Farbverwandlung drin mit im Spin. Ja, der war schon etwas besser. Wir zünden einfach die ganze Packung weg. Spaß machen sie auf jeden Fall. Vor allem am Anfang mit diesem schönen Goldeffekt und dann so eine Verwandlung. So eine Grün-Rot-Verwandlung am Ende. Ja, also manche drehen sich ganz gut, manche nicht ganz so, aber das kann auch am Untergrund liegen. Das ist halt ganz normaler Asphalt. Ich finde es aber auf jeden Fall ganz nett, weil mit dieser Farbverwandlung, das hat jetzt nicht jeder Spinner in der Größenordnung vor allem. Oh, und dieser Geruch, ich sag's euch, Vorfreude pur. Ja. Der mag nicht ganz so. Ich glaube, der ist ausgegangen. Aber wir haben ja noch ein paar. Machen wir mal zwei gleichzeitig. So, und noch die letzten drei. Ja. Der letzte wollte dann auch nicht so ganz. Okay, zwei Fehlzünder mit dabei. Aber insgesamt auf jeden Fall trotzdem ganz nettes Spinner. Es ist mal ein bisschen was anderes, weil in der Größenordnung erwartet man jetzt eigentlich so klassische kleine ja, Silberkreisel. Aber mit der Farbverwandlung echt ganz cool, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Pyrrhus.